Die Vorbereitung. Die Planung. Eine erfolgreiche Durchführung des Workshops für Co-Design von Bibliotheksdienstleistungen mit Hilfe des X-Libris-Ansatzes erfordert eine sorgfältige Planung diverser Aspekte wie Programm, Trainer, Teilnehmer, Veranstaltungsort und Durchführung. Das Programm. Ein detailliertes Workshop-Programm wird erstellt. Über Ziele, Dauer und Veranstaltungsort muss entschieden werden. Die Trainer. Die Trainer kommen zusammen und besprechen die einzelnen Instrumente und Methoden im Voraus. Sie holen sich von zertifizierten Experten Hilfe, falls nötig. Die Trainer haben klar definierte Rollen und Verantwortlichkeiten. Einer der Trainer übernimmt die Führungsrolle. Die Führungsrolle sollte sorgfältig vergeben werden, nach Wissen, Kompetenzen und persönlichem Charakter. Die Teilnehmer. Die Teilnehmer, Nutzer und/oder Bibliothekare werden sorgfältig ausgewählt und eingeladen. Die Trainer sollten vorab über die Auswahlkriterien entscheiden und sie festlegen. Die Teilnehmer sollten die unterschiedlichen Nutzergruppen und verschiedenen Bibliothekarsprofile repräsentieren. Eine Teilnehmerzahl von nicht weniger als 12 und nicht mehr als 24 führt zu besseren Ergebnissen. Die Erwartungen der Teilnehmer müssen klar definiert und an die Trainer weitergegeben werden. Der Veranstaltungsort. Der Veranstaltungsraum muss vorbereitet werden. Dazu gehören Tische, Materialien, Beamer, Computer und Internetverbindung. Die Tische müssen so gestellt werden, dass Gruppenarbeit möglich ist. Materialien und Dokumentvorlagen müssen kopiert werden. Alle technischen Geräte müssen vorab überprüft werden, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei funktioniert. Alle Präsentationen und Videos müssen ebenfalls vorab überprüft werden, um eine flüssige Durchführung zu gewährleisten. Die Durchführung. Es werden Maßnahmen ergriffen, um den zeitlichen Rahmen einzuhalten und die Zeit effektiv zu nutzen. Dies beinhaltet eine sorgfältige Vorabplanung, einen Probelauf, die Angabe der Dauer jeder Aktivität inklusive Diskussion, die Uhr im Blick zu behalten. Alle Aktivitäten werden mit Hilfe von Anmerkungen, Videos und Fotos dokumentiert.